Was soll das bedeuten, Herr Wright? Der Professor hat mich im vorherigen Prozess darauf hingewiesen, dass in diesem Gericht das Repertoire der Verteidigung nicht auf die Gerichtsakte limitiert ist. Jeder Zeuge in diesem Prozess hat eine Version der Geschehnisse dieser Nacht präsentiert. Das heißt, während ein Zeuge seine Aussage gemacht hat, haben die anderen Zeugen zugehört. Sollte die Aussage eines Zeugen von der Aussage eines anderen Zeugen abweichen, könnte man das als Widerspruch ansehen, oder etwa nicht? Widersprüchliche Aussagen verschiedener Zeugen gegenüberstellen, das ist der Schlüssel. Frau Erlington, eure Aussage widerspricht einer anderen, die wir heute in diesem Gericht gehört haben. Aha. Ich hatte keinen Grund, sein Leben zu nehmen oder den Brief zu stehlen und dann. Dann nahm ich auf, eine Will ein Me nahm mich. Ja, ich werde auf ewig seiner Schuld, in seiner Schuld stehen. Sehe ich keinen Widerspruch? Er war ein wundervoller Mensch. Er war es, der ihr die Arbeit dieser Zunft empfahl. Oh Gott. Dieses? Verschwiegenheitspflicht. Ich habe sie noch kein einziges Mal verletzt. Ah! Natürlich. Weil die Einzige, die wusste, dass es der Brief an den Schöpfer war, war Pia Post. Stimmt. Und wenn Jean Erlington es nicht, also wenn Jean Erlington es durch Klatsch und Tratsch hätte erfahren können, dann hätte ja das Leck bei Pia Post liegen müssen. Einspruch, was? Das Einspruch hättest du hören müssen, das waren nämlich alle drei. Und die haben Layton so hingedreht, was soll das Ja, Luke denn steht unten bitte? und hat ihn umgedreht. Ja, und aber Sophie auch. Sophie sehe ich gar nicht. Ach, hinten, doch, stimmt. Das ist so bescheuert. Cool. Oh, davon kriege ich ja schon wieder. Magnesiummangel. Davon kriege ich Magnesiummangel. Oh Mann. Und ich denke dazu nur, ich denke dabei dann nur, wenn ich an Magnesium denke, Mangel denke, dann denke ich liebe es. ich. Egal, was ich gerade Okay. abgespielt habe, ne? Ja. Du musst es nicht wissen. Auf jeden Fall war das, was die da gemacht haben, ein Fatality. Fatality. Was meint ihr damit? Der Name des Empfängers. Es gab nur wenige Personen, die den Empfänger des Briefes kannten. Vier Personen, um genau zu sein. Nur vier Personen. Zunächst einmal haben wir Herrn de Victoire selbst, den Autor des Briefes. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er das nicht in völliger geistiger Umnachtung geschrieben hat. Dann haben wir Frau Post, die den Brief zustellte. Außerdem natürlich noch den Schöpfer, den Empfänger. Und es gibt noch genau eine weitere Person. Die Person, die den Brief mittels eines Portals stahl und ihn gegen leeres Pergament austauschte. Die Hexe! Vielleicht war ich es. Vielleicht habe ich geplaudert. Also über den Brief. Ich habe es ja vielleicht dem Butler erzählt. Oh. Ihr dachtet was? Nein, da wisst ihr, der Butler und ich, wir sind gewissermaßen Freunde. Au! Und es ging um unseren verehrten Herrn de Victor. Es ist gut möglich, dass ich hier die Sache erzählt habe. Uah! Jody! Ah! Aua! Seht ihr? Wenn ich es getan habe, wisst ihr nun, wie sie jetzt wissen kann. Also, wer der Empfänger ist, natürlich. Einspruch! Aua, Ich weiß nicht, was da passiert, aber es tut auf jeden Fall weh. wir müssen uns irgendwann mal zusammensetzen, wenn wir alt sind und das alles mal zusammen angucken. Um Gottes Willen. Wenn das so Damit weitergeht, wir werde ich wissen, was aber nicht der. alt.
Oh, ich verstehe gut, dass ihr mit Frau Erlington befreundet seid und dass ihr ihr helfen wollt. Aua, weil dann werde ich umgebracht von Joey vorher. Aber ich rate euch eines, Frau Post. Ihr solltet nicht lügen, nicht einmal für eine gute Freundin. Mein Herr! Aua! Au! Armer Mark! Aber ich will jetzt, Meg. Oh, du wirst da zugrunde gerichtet von einem Kater. Mhm. Das Ganze ohne Alkohol, das ist das Schlimmste daran. Ja. Erinnert ihr euch an eure Aussage? Ihr habt vor uns von der Pflicht eines Eilboten erzählt, die Einzelheiten eines Briefes vertraulich zu behandeln. Und ihr habt ebenfalls ausgesagt, dass ihr dieser Verpflichtung immer nachgekommen seid. Erinnert ihr euch daran? Ja! Aber haltet kurz ein. Als Butler des Opfers hätte Jean Arlington sicherlich die Chance gehabt, einen Blick auf den Umschlag zu haschen. Haschen! Nein, das hatte sie nicht. Darum. Als Frau Post mit der Lieferung ankam, schrieb Herr de Victoire noch den Brief. Genauer gesagt war er mittendrin in dem Brief. Das wollte ich nicht sagen. Zu dieser Zeit war der Brief noch nicht adressiert. Wer sagt das? Als die Leiche am nächsten Morgen entdeckt wurde, war der Brief schon in der Briefablage. Vergesst nicht, dass Frau Erlington keine Gelegenheit hatte, den Brief zu diesem Zeitpunkt zu sehen. Ist dem so? Sie meldete das Verbrechen sofort, ohne auch nur einen Fuß in das Arbeitszimmer zu setzen. Auch Joey. Und dann erschien Frau Post und holte den Brief ab. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass Frau Erlington unmöglich... Nichts ist unmöglich! Erst danach den Brief des Empfängers erfahren konnte. Namen des Empfängers. Oder vielleicht habt ihr ja eine gute Erklärung dafür, Frau Erlington. Ich würde sie dann liebend gerne hören. Könnt ihr uns allen bitte verraten, wie ihr den Namen des Empfängers herausgefunden habt? Herr Wright. Ja. Erinnert ihr euch an meine Worte, als ich in den Zeugenstand gerufen wurde? Ja. Das Herz der Alchemie ist das Streben Gesundheit nach dem Verständnis der Regeln, die die Natur bestimmen. Und er war in seiner Schüttudier-Schüttung. Ihr habt eindrucksvoll die Macht eurer eigenen Logik demonstriert. Demonstriert. Also das Monster auseinandergenommen. Demonstriert wurde es. Frau Erlington. All right. Frau Erlington. All right. Frau Erlington. All right. Bud Spencer. Wollt ihr damit sagen? Ja, wir lieben uns. Schluss jetzt. Ja, ich gestehe. Ich geschätte sogar. Die appische, erheuliche Hexe, die den Schöpfrucht Goldtor wirkte, um den Erhalt des Briefes auszutauschen. Papierpost! Ich habe auch daran gedacht. Die schreckliche Hexe, die Herrn de Victoires Leben beendete. Papierpost! All dies war niemand anderes als ich. Oh nein! Das kommt jetzt wirklich... Oh oh. Das ist traurig. Ja, das leuchtet ein. Ich war das einzige Kind einer armen Familie. Ich bin eine Hexe seit früher... Kindheit! Bin eine Hexe seit früher Kindheit! Ich war das einzige Kind einer armen Familie! Und dann wurde ich ein Inspektor. Inspektor, was machen Sie hier? Ich muss einen Fall lösen. Dafür ist Scotland Yard doch da. Wir sind aber nicht in Scotland.
Wir sind ja auch nicht in Yard. Sondern in Meter. Scotland Meter. Ireland Meter. Was ist die Meta-Ebene? Genau. Aber trotzdem, es ist jetzt so irgendwie so bam, es ist da. Hm. Aber ich meine, es hätte nicht wirklich weitergehen sollen, aber das kam mir jetzt so plötzlich. Wann ich dieser Kräfte gewahr wurde, ich kann mich nicht mehr entsinnen. Auch wenn ich ein kleines Kind war, so wusste ich doch, dass es ein Verbrechen ist, eine Hexe zu sein. Entschuldigung. Deshalb versteckte ich meinen Hexenschütter ab und setzte keinerlei Magie ein. Und tat so, als wäre ich ein Mädchen. Oh, das ist ein so süßes Foto. Mein Vater arbeitete als Mutter. Als Maurer. Und meine Mutter arbeitete als... Das wollen wir jetzt lieber nicht sagen. Oh, das ist gemein. Aber deswegen nahm ich auch Herr Victoire auf. Besser auf als aus. Oh. Er arbeitete stets hart, doch wir kamen dennoch kaum über die Runden. Oh. Eines Tages im Winter, wir konnten die Miete nicht mehr bezahlen. Wir wussten, wir würden das Haus verlieren. Oh nein. Meine Mutter weinte sehr und mein Vater saß nur da, mit gesenktem Kopf. Schatum. Dann sagte er, Kind, dein bescheuerter Sprachfehler geht mir sowas von auf den Sack. Hey, du hast sie gerade unterbrochen. Sie hat das selber gesagt. Oh, Entschuldigung. Ja, aber was hast du da reingesprochen? Ich habe das nicht mitbekommen. Weiß ich nicht mehr, wirklich nicht. Okay. Ach so, ja. Ich habe das Haus weg. Und dann. Genau, und dass er stumm da saß und dann so von wegen. Und er sagte... Kind, dein beschissener Sprachfehler geht mir sowas von auf den Sack. Ja, aber wirklich, der macht das jetzt gerade so ein bisschen kaputt. Das ist gerade so traurig und dann... Naja gut, gucken wir mal weiter. Ich denke mal, das wird weiter vorgelesen. Mhm. Mal gucken. Oder auch nicht. Nein. An diesem Tag erinnerte ich mich plötzlich an den Hexenstab. Den ich verschreckt hatte. Ja, aber wo hat die den denn her? Hat die den bei Geburt bekommen? Der kam mit rausgeploppt. Der spricht Goldtor. Goldor. Oh, ich weiß auch, an welcher Stelle der immer hing. Ihr Hexenschetab. Ja. Deswegen dachten alle erst, sie wäre ein Junge. Weil er immer was... Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Weil er, ja, ach so. Upsi. Ich dachte, ich könnte es ja mal versuchen, nur ein einziges Mal. Einmal kurz zaubern. Leider wusste ich damals nicht, welch unwiderruflicher Fehler diese Entscheidung war. Entscheidung. Auch wenn es mir niemand beibrachte, wusste ich von Anfang an, welche Magie in mir ich erwirken kann. Was soll ich in Gold verwandeln? Ich dachte sehr angestrengt darüber nach, das kleine Mädchen, das ich damals noch war. Etwas, das nicht herausschüttigt, das man für Kunst halten könnte. Dann entschied ich mich, ich wählte ein schönes Blatt, das in unseren Garten gefallen war. Sie sagte das gerade. Okay. Goldor! Das war so süß. Aber ich hätte es dennoch nicht tun sollen. Ich wurde furchtbar dafür bestraft. Das klingt gerade schon wieder so, oh. Das ist voll traurig und dann machen wir das so kaputt. Weiter so. Auch nur ein einziges Mal Magie eingesetzt zu haben. Bestraft? Inwiefern wurdet ihr bestraft?